Hallo, liebe Garteninteressenten hier bei Naturstein-Handel, bei den sogenannten Garten-Reactions. Ich bin mal gespannt, was mich heute hier erwartet, weil es ist ja ein sehr, sehr bekannter junger Mann, der Julian Bam, der hier auf dem Video zu sehen ist. Ich lasse mich mal überraschen, was er uns Neues zu berichten hat und mal schauen, was ich da so allerlei finde. Alter! Dahinter war eine Taube, weißt du das? Da sind jetzt zwei Tauben, die wurden gespalten. Pool Staffel 5, viel zu wild. Unser Hochbeet, liebe Freunde, schon so ein bisschen bewuchert mit so Low-Performern wie hier der Teil hier. Sehr viel Blatt hat sich da auch angesammelt. Auch hier so ein Low-Performer. Hier auch so ein Pilz. Das ist ein fucking Kaugummi. Also das ist ja für mich als Gärtner schon ein bisschen schwierig. Man kann ja gerne Unkräuter sagen, man kann Beikräuter sagen, man kann sogar Wildkräuter sagen. Aber Low Performer finde ich ein sehr, sehr schwieriges Wort in meiner Altersklasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht unbedingt der Tenor, in dem ich mich wiederfinde, aber muss ja vielleicht auch nicht sein. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Außerdem, womit ich mich sehr schwer tue in meinem Alter, ist natürlich, wenn jedes dritte Wort aus Alter besteht. Alter. Hier ist sogar Unkraut mittlerweile. Wir werden diesem Hochbeet jetzt Leben schenken. Maihammer hat uns da so ein paar Pflanzen zugeschickt. Das ist alles. Das ist alles, ja. Das soll das ganze Hochbeet voll machen. Die Kollegen von Maihammer und unser Gärtner, der morgen kommt, meinten, die werden riesengroß. Unser Gärtner, so. Wie riesig das ist, das soll alles voll machen? Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Einstiegsbild, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wenn man keine Ahnung hat, sich dann aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, dass das alles viel zu wenig ist. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, aber letztendlich deckt sich das natürlich mit einem ganz normalen Gartenbesitzer auch, der vor so einem kleinen 9er-Töpfchen dann steht und denkt, daraus soll eine große Pflanze werden. In der Tat. Keiner sollte vergessen, dass aus einem kleinen Samenkorn auch ein Baum von 30 Meter entstehen kann. Ah, also das sind ja nur Babypflanzen, das sind Babys. Ich hasse Babys. Drei verschiedene Sorten haben wir. Heißt das wirklich so? Wie, ich weiß nicht, wie das heißt. Penisetum. Penisetum heißt es tatsächlich. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt noch weitergeht. Ich habe das ja wirklich noch nicht selber gesehen. Penisetum alopecoroides heißt es normalerweise. Ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Penisetum. 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 Ja. Pflanze. Riecht auch noch. Penem. Okay. Penisetum alopecoroides Hammeln. Also, jeder Buchstabe wird für sich betont. Penisetum alopecoroides. Ides-Endung bedeutet übrigens ähnlich, das ist immer ganz wichtig. Also alles einzeln und wer es zu Deutsch wissen möchte, Lampenputzergras. Micanthus sinensis malepatus. Nicht Micanthus, sondern Miscanthus sinensis. Sinensis bedeutet aus China stammend und malepatus ist eben die Sorte. Aber das China-Schiff hat er schon gar nicht so schlecht gesagt, außer dass er den Buchstaben vergessen hat. Ey, das ist die Pflanze, die ich immer in meinem Leben schon mal wollte. Das ist die Cortaderia seloana, amerikanisches Pampasgras. Perfekt, alle Buchstaben richtig gelesen und der richtige deutsche Name. Nur eingeblendet nicht ganz richtig, weil seloana wird klein geschrieben. Der Artenname wird immer klein geschrieben. Das Teil hier, ne? Ich schwör's dir, das war auch mal so ein kleines Ding. 100 Pro. Seit wann hat Unkraut Früchte? Das ist doch keine Früchte, das sind einfach Beeren. Sind Beeren nicht Früchte? Oder ist das nicht Gemüse? Vielleicht ist es auch Fleisch. Du kriegst hier überall diese Beeren. Deswegen haben wir auch so viel Wespen hier, weil die ernähren sich ja von Beeren. Wespen spüren das ja. Aber kann das sein, dass dieses China-Zeug nur einmal dabei ist? Boah, bäh! Doch da ist das ein Chinesen. Nee. Doch da. Ah, China-Schiff. Alles, das ist nur noch nicht so groß wie das hier. Will ich sehen. Also beim China-Schiff ist es tatsächlich so, wer sich damit mal beschäftigt, wenn ein weißer Streifen in der Mitte des Blattes ist, das ist ein schönes Erkennungsmerkmal dafür, dass es sich hierbei um ein China-Schiff handelt, ein Gras. Da war ich schon gleich aus, deswegen. Ey, zumindest wird er genutzt. Wie warm ist das Wasser? Boah, richtig warm, voll angenehm. Anscheinend soll das innerhalb ein paar Wochen dann so groß werden. Ey, ich glaube da nicht dran. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Morgen, liebe Freunde, der Gärtner ist da. Alles überbelichtet, man sieht gar nichts. Sind das diese Schuhe, über die ein Panzer fahren kann? Genau, das sind diese Schuhe.
Hier, unser Buchsbaum lebt noch, er steht noch. Der Buchsbaumwurm hat sich noch nicht hier irgendwie breit gemacht bei uns. Nicht Buchsbaumwurm? Ah, da wird es sogar eingeblendet. Der Buchsbaumzünsler heißt er, ganz genau. Zünsler heißt Zünsler. Ich habe leider nur eine Schaufel dabei, aber die ist für dich. Bitte schön. Mhm, danke schön. Und zwar bei Unkraut ist ganz besonders wichtig, die Wurzeln mitzunehmen. Ganz genau. Man nennt mich auch Flora Drew manchmal. Was ist das für eine Pflanze? Du weißt es nicht. Ich weiß nur, dass da halt so Beeren dran wachsen. Die innerhalb einer Woche, zack, boom. Ja, ich übertreibe. Ne? 2 Wochen. Ich merke gerade, ich habe 2 rechte Handschuhe mitgenommen. Hallo, darf ich mal kurz was sagen? Ich vermute, dass die von dem Rindermulch herkommen. Ja, dann einfach rein da, ne? Genau, einfach rein. Ja, easy. Habt ihr eigentlich irgendwas, wo wir die Dinger hier verbrennen können? Wir haben einen Kamin auf jeden Fall. Ja, dann ab rein. Also das Thema ist sehr, sehr bezeichnend. Man sollte sich ein bisschen mit den Pflanzen beschäftigen. Das sind Nachtschattengewächse, die diese Beeren entwickeln. Sind übrigens auch giftig, kommen normalerweise nicht aus dem Mulch, aber sie werden sehr, sehr häufig von Vögeln also einfach durch die Gegend getragen und vermehren sich dann an Ort und Stelle selber, dadurch, dass sie eben diese Beeren relativ zeitig im Frühjahr auch ausbilden. Das mit den Unkraut entfernen mit Wurzeln, das stimmt nur zum Teil. Unkräuter sollten tatsächlich mit Wurzeln entfernt werden. Samenunkräuter, reine Samenunkräuter ist nicht unbedingt nötig. Da reicht es im Prinzip, wenn man den Adventivpunkt einfach unten abschneidet. Das heißt, der Wurzelhals kurz darunter, da können sogar die Wurzeln wieder belassen, kann man belassen, weil sie nicht in der Lage ist, auszutreiben. Nur ein Wurzelunkraut kann das. Jetzt. Was ist das? Du machst auch alles kaputt. Oh, der hat aber ordentlich schon Wurzeln ordentlich. Hier, oder? Der war schon so halb Palisade irgendwie. Genau. Kleiner. Die Kleinen tun mir immer so leid, ein bisschen so. Hast du auch das Gefühl? Nö. Okay. Keiner mag Brennnessel. Damals immer, wenn man so klein war und irgendwie so nackt war, dann immer so in Brennnessel reingelaufen, immer scheiße gewesen. Es war so schlimm. Ich bin einmal reingefallen. Du bist reingefallen? In so ein Brennnesselfeld. Wie hast du das denn geschafft? Ja, so als kleiner Junge, so der über einen Zaun klettert und so und plötzlich liegt er da. Brennnessel, Urtica dioica oder Urtica urens, das ist die hohe oder niedrige Brennnessel, ist übrigens eine Zeigerpflanze für hohe Stickstoffgehalte im Boden. Das ist also gar nicht so schlimm, wenn man die sieht. Deswegen, da weiß man immer, dass man genug Stickstoff im Boden vorhanden hat. Also Wildkräuter oder auch Beikräuter können eine gute Zeigerfunktion haben, wenn sie denn vermehrt auftreten. Das muss nicht unbedingt positiv sein, aber manchmal, wie in diesem Fall, ist es eine schöne Zeigerwirkung, dass man nicht nachdüngen muss. Hast du keine Socken an heute? Ja, wie ist denn so der Standpunkt? Wird dann immer wieder neues Unkraut wachsen? Also natürlich, die Frage ist dumm, aber kann man da was gegen machen? Nichts, was ich empfehlen würde. Sorry, das ist deine Chance. Guck mal, was ich habe. Boah. Wir haben meine Mama wieder geklaut. Klaut immer Sachen aus der Grundschule. Das, was da liegt, ist auch so die Standardausrüstung für jeden Simpsons-Mob. Oha, eine Axt. Ja. Tatsächlich gedacht, das hier wäre gewollt. Das wäre gewollt? Keine Ahnung. Ich meine, das macht ja gärtnerisch relativ viel Sinn. Das hat Beeren als Fruchtschmuck. Aber damit. Aber ich glaube, warum das hier richtig schlecht wäre, wir haben nämlich hier so eine kleine Taubenplage manchmal. Tauben essen doch keine Beeren. Natürlich essen die Beeren. Du bist doch keine Vogelexpertin jetzt hier. Aber egal, wer das ist, der gehört ja nicht in unseren Garten. Verlagern wir das auf Nachbarn. Ja. Ja. Eine ganz schwierige Situation, wenn man vor einem Unkraut steht und denkt, das ist doch so hübsch, das könnte man belassen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dann dem Unkraut so von vornherein vehement zu begegnen, dass es sich nicht übermäßig vermehrt. Ein schönes Beispiel ist eigentlich Giersch, der sieht so harmlos aus, blüht schön weiß und vermehrt sich auf Teufel komm raus. Das heißt, zu wissen, was in seinen Garten möglichst nicht gehört, das steht eigentlich auf der Prioritätenliste eines Gärtners ganz, ganz oben. Ja, kann ja auch sein, ne? Dass dir der
Der Lukas, bei den Palisaden, wo wir es gemacht haben, hat vielleicht ein paar Samen über reingeworfen. Mm. Das ist schon monströs, was er so gewachsen ist. Guck mal, das kannst du auch einer Frau schenken, so. Weißt du? Hier. Ja, wenn du sie nie wieder sehen willst, kannst du sie ja gerne schenken. Insbesondere, wenn man beachtet, dass das Nachtschattengewächs hochgiftig ist, dann macht es wirklich keinen Sinn, das einer Frau zu übereignen. Nur Filme, nichts arbeiten. Machen wir nur den Anfang und dann bin ich raus hier. Eine Lampe und das ist irgendwie so ein... Das war eine Wasserpumpe. Ja, ich weiß ja nicht, ob das das neue Kabel ist, das wir verlegt haben. Ey, das ist jetzt wie in so einem Film gleich, ne? Welches Kabel? Boah, das ist richtig Mission Impossible. Das schwarze Kabel? Hier ist es auch halb Mauer. Hä? Genau, das ist ja, das, guck mal, da muss man ja nichts mehr abschneiden. Tada! Sehr schön, die ist schon mal weg. Und das hier. Das ist auch alt. Hier machen. Kleben, mach. Ja. Oh nein! Lass nochmal Tschüss sagen. Also bei aller Liebe. Ja, hört es aber langsam auf. Also jeder kann machen, was er möchte, aber ich finde das schon sehr, sehr schwierig, mit so einer Schere dann an Stromleitungen rumzuschnibbeln, ohne dass man weiß, was passiert. Ganz, ganz schwierig, gerade draußen im Garten. Ganz, ganz schwierig. Wollen wir sie wegtun? Ja, vielleicht können wir es woanders aufhängen, ne? So bei dir hier zu Hause. Ach so, ja, überm Bett, live überm Bett. Ey, bist du mit deiner Freundin dann so da und dann steht da drüber, na, das wird doch nichts. So, Safety first, Leute, Safety first. Immer verhüten, liebe Freunde. Keiner weiß, dass da irgendwas war. Da ist eine riesige Brennnessel. Was ich mich halt frage, ob das nur als damals das kleine Kind wehgetan hat, weil man da viel empfindlicher ist, vielleicht die Haut auch empfindlicher ist. Wir können das mal testen. Ja, hau mal bitte deine Hand rein. Nee, du kannst das ja testen. Ich hab halt eine super empfindliche Haut. Ja, also wer kann es denn besser testen als du? Ein was du mir damals so wehgetan hast, kriegst du alles zurück. Übrigens, ja, Werkzeug verwenden, um Pflanzen rauszuholen, das ist schon in Ordnung. Aber gerade die Brennnessel ist natürlich ein Unkraut, das letztendlich als Wurzelunkraut sich über Wurzeln vermehrt. Das heißt, nicht einfach abstechen und rausholen. Dadurch bleiben natürlich mehr als genug Wurzeln im Boden. Da sollte man tunlichst aufpassen, dass man einen möglichst hohen Anteil an Wurzeln auch rauskriegt. Gerade die Brennnessel ist ein extremer Flachwurzler. Das heißt, wenn man Handschuhe hat, anpacken, vorsichtig rausziehen, vielleicht nur ein bisschen unterstützen mit einer Schippe oder sowas, aber nicht abstechen. Wenn man sie rauszieht vorsichtig, kriegt man den größten Teil der Wurzeln wirklich weg. Wenn man absticht, bleibt der größte Teil der Wurzeln drin. Wirf auf Thomas. Ey, hau ab, auf keinen Fall. Das war mein Regenwurm, Alter. Ein prähistorischer Regenwurm entdeckt. Das ist Efeu. Das ist Efeucht. Ah, hier ist noch ein ganzer Baumstamm. Hey, ich wusste gar nicht mehr, dass da ein Baum stand. Da ist eine Rose gewachsen. Krass. Hier ist sogar schon... Ja, die Dorn hier. Aber woher kommt das? Ganz kurz vielleicht eingegriffen. Eine Rose hat keine Dornen, auch wenn es Dornröschen heißt, sondern eine Rose hat botanisch gesehen Stacheln. Ist ein kleiner Unterschied, weil sie sind mit der äußeren Epidermis nicht verwachsen. Man kann sie so abbrechen. Und das unterscheidet Dornen von Stacheln. Wenn der Vogel da hinscheißt und einen Rosensamen gefressen hat? Echt jetzt? Kein Scheiß. Boah. Krass. Muss ich leider korrigieren, das kann nicht der Fall sein, weil dann wäre es eine Wildrose. Und nicht so eine Rose, wie sie da steht. Irgendjemand hat die gepflanzt und keiner weiß es. Unsere französischen Tauben hier. Die wollen zurückgegeben. Liebe, eine Blume, eine Blume. Eine Blume. Einfach eine Rose dahingeschissen. Angst vor Dorn. Ja. Was ist das hier? Tauben-DNA. Wie lange braucht so eine Rose, um so zu wachsen? Geht das schon? Echt? Ja. Das kommt aber gar wie lange so ist denn eine Weile? Kann ich so jetzt schlecht sagen. Ach, scheiße, ich schneid's ab. Wow, wow. Super. Drama, überdramatisiert hoch 10. Ich hätte mal bessere Ideen, mit Gaffer-Tape zu machen. Nein. Kann ich alles mit Gaffer zumachen? Was ist das? Weiß auch hier das ist Löwenzahn, oder? Das ist Unkraut. Das ist aber Unkraut, ne? Ich habe in der Berufsschule gelernt. Grüße an Herrn Degen. Herr Degen, man kennt ihn. Man soll nicht Unkraut sagen, sondern kulturbegleitende Wildpflanze. Weil Unkraut verunglimpft die Pflanze. Ach so, es ist respektlos, das zu sagen zu einer Pflanze, das ist Unkraut. Also das ist eine Begrifflichkeit, die man mit Sicherheit in der Gärtnerwelt immer wieder hört.
Viele Gärtner einigen sich mittlerweile darauf, ein Beikraut ist eine nicht gepflanzte Pflanze, die eingewandert ist, die man aber eventuell toleriert, weil sie nett aussieht. Geranium robertianum zum Beispiel, der stinkende Storchschnabel, der hat so kleine rosafarbene Blüten, die kann man ruhig mal lassen, die begleiten eine Pflanze eben ganz nett. Ein Wildkraut ist eine Pflanze, die man toleriert, ist eingewandert, aber man lässt sie eben, weil sie keinen Schaden anrichtet. Aber Entschuldigung, eine nicht kultivierte Pflanze, die nicht in meinem Garten gehört, ist und bleibt ein Unkraut. Kraut ist? Exakt. Es ist immer noch so Unkraut. Sorry, Herr Degen. Operation. Wird er überleben? Eigentlich darf er gar nicht überleben. Der wird wiederkommen. Der wird wiederkommen? Der wird wiederkommen. Weil wir mit der Säure reinschütten, dann bestimmt nicht. Das macht man nicht. Hier wachsen ja auch noch andere Pflanzen. Ein sehr schöner Hinweis darauf, was die junge Dame da sagt. Da hat sie mal vollkommen recht. Das macht man nicht. Viele meinen ja, ach, wenn ich dann mit Essigessenz darüber gehe und sowas, ach, das ist ja kein Pflanzenschutzmittel. Da muss ich jeden enttäuschen. Nach dem Pflanzenschutzgesetz ist jedes Mittel, egal ob Hausmittel oder nicht, was auf Unkräuter gegossen wird, ein Pflanzenschutzmittel. Es gibt nur einen wichtigen Unterschied. Das, was als Essigessenz darüber gekippt wird, ist ein nicht zugelassenes Pflanzenschutzmittel, macht es also umso schlimmer anzuwenden. Und man muss ehrlicherweise sagen, alles, was Pflanzen im Prinzip vernichtet, ist auch für die Bodenkultur wirklich tödlich. Das heißt, Bodenlebewesen etc. werden dadurch geschädigt. Da sollte man wirklich tunlichst drauf vermeiden. Tunlichst drauf verzichten, heißt es natürlich. Das war auch nicht ernst gemeint. Das ist krass, was ist das? Das denn? Ist so. Das ist so filzig, ne? So filzig ja. Ist das. Hey, das ist echt so ganz. Da kannst du einen Pulli rausmachen. Das ist richtig, richtig. Ist richtig gut, oder? Weich. Wolzist, sag das doch, Jungs. Das ist Königskatze. Königskatze? Ja. Die verbreitet sich ziemlich schnell. Oh, hat er auch vollkommen recht. Eine zweijährige Pflanze, Königskatze, Verbascum olympicum, hat so wollige Blätter, aber dann müssen sie irgendwo eine Königskerze stehen haben, weil sie versamt sich. Im ersten Jahr bildet sich nur die Blattrosette und im zweiten dann eben der bis zu 2 Meter hohe Blütenstand in Gelb. Aber eigentlich müsste dann im Garten irgendwo eine stehen. Bin mal gespannt. Aber die wird richtig schön. Königskatze. Kerze, Julius. Kerze. Kerze. Ach, Kerze. Ich dachte Katze, weil Katze auch flauschig sind. Nein. Die sieht nachher aus wie eine Kerze. Wie eine Kerze. Die wird 2 Meter hoch. 2 Meter hoch? Was? Doppelt so groß wie du, Mann. Ja. Perfekt. Wir kommen gleich wieder. Aber das wird ja immer wieder passieren. Ja. Wenn da Pflanzen sind, nutzen die das zumindest als Dünger oder so? Kaum. Wespen hier. Oh, was? Man sieht es nicht so krass auf der Kamera, aber hier sind 1000. Also, wenn ich zähle, mich sehe ich bei 1000 an. Ist ja schon. Ja, nicht nur unbedingt Wespen, sondern vor allen Dingen auch Bienen, weil das ist ein blühendes Efeu und eine der wichtigsten Pflanzen, gerade im späten Herbst, für die geflügelten Freunde eine sehr, sehr intensive Nährquelle. Also das mag zwar unangenehm sein, aber für die Tierwelt, gerade eben für die Insekten, ist ein blühendes Efeu ganz, ganz hervorragend. Schon lustig aus, ne? Das ist Star Wars Welt, so unter Wasser gegangen. Warum ist das denn eine Wespe, Alter? Ich will dich sofort... Leben. Was hast du gefunden? Kleines Ei. Oh. Da ist nichts mehr drin. Hast du ausgeschlürft vorher noch, ne? So für die Kamera und so. Weil hier sind super viele Taubennester drin. Wie heißt nochmal dieser Cartoon, wo dieser kleine Vogel, der kleine Calimero. Schwarz... Calimero. Der kommt immer rein im Intro. Ciao Mama, wann gibt's Essen? Aber das ist nicht der von diesem, warum bin ich so fröhlich? Nee, das war Alfred Judoku. Ah ja, der ist ein Holländer gewesen. Das ist eine holländische Zeichentrickserie. Weil der halt nicht übertrieben breit ist, jetzt check ich das. Die kiffen die ganze Zeit. Ey, Sachen, die man so in der Childhood niemals gecheckt hat. Weil man zu jung war. Boah. Hey, wo kommen die Dinger denn jetzt plötzlich her? Wir haben die nicht sauber gemacht. Warum einer sagt, wir den Hochbeet machen? Hochbeet? Hochbeet. Slang. Oh, das ist Slang. Sind Wespen dieses Jahr aggressiver, oder was? Ja, bei uns schon. Ich glaube, bei uns sind die nicht so aggressiv, weil die haben halt diese Beeren. Die sind halt super happy hier, glaube ich einfach. Die sind ausgeglichen, ja genau. Da ist irgendwas drin in diesen Beeren. Wenn ich mal sauer bin, nehme ich mal ein paar von den Beeren.
Oder ein paar von den Wespen. Ich würde mal sagen, diese Königskerze, einfach mal gucken, wie die aussieht. Ich bin so neugierig gerade. Aber die Distel, die muss nicht 2 Meter hoch werden. Wollo. Gefährlich hier, Nägel. Das ist der Nagel, den wir mit Maihammer für eine Challenge in den Baumstamm reingedonnert haben, den ich aber vergessen habe. Und deswegen ist auch die Kettensäge von Herrn Brinkmann kaputt gegangen, weil dieser Nagel im Baum war. Mhm. Ist die Kette kaputt gegangen deswegen? Ja, man sieht hier noch, wo die Kettensäge aufgetroffen ist. Da. Hier. Ja, ja. Jetzt geht's ans Gras. Das bleibt relativ niedrig, deswegen ist das so Beipflanzung. Deswegen haben wir von denen auch relativ viele. Das ist auch das. So ein Loch hier. Ich habe immer so Löcher hier, über so Motten wahrscheinlich irgendwo bei mir. Das kann aber auch sein, weil ich habe in meinem normalen T-Shirt auch solche Löcher. Und das sind dann deine T-Shirts oder was? Zu wenig Pflanzen haben wir jetzt? Zu wenig haben wir nicht, aber die Anordnung von den Pflanzen machen wir einfach irgendwie. Wir machen irgendwie. Genau. Ich nehme auch eine mit. Also in meinen Augen ist dieser Ansatz schon etwas schwierig, wenn man das einfach irgendwie macht. Also normalerweise ist das so, man macht sich vorher Gedanken darüber, wie man ein Pflanzbeet gestalten möchte. Man muss gar nicht viel von Pflanzen kennen, aber man sollte genau wissen, wo man niedriger haben möchte, wo man höhere haben möchte etc. Geht dann in eine Gartenbaumschule, in eine Staudengärtnerei oder in ein gutes Gartencenter und holt sich nach den Bedürfnissen, die man hat an dieser Pflanze, auch das Richtige. Und dann pflanzt man es genau so, wie man sich vorher Gedanken darüber gemacht hat. Das wäre eigentlich die richtige Vorgehensweise. Ich glaube, der Durchmesser wird 1 Meter. Und dann. Wie hoch wird das wachsen ungefähr? 2 Meter wird es hoch. Super. Ich habe schon mal eine Pflanze irgendwo reingesteckt, aber. Also den Topf, den kriegt man am einfachsten weg, wenn man den so ein bisschen knetet. Dann wird der Ballen so ein bisschen verdichtet und dann kann man den einfach so wegnehmen. Oha, was ist das denn? Der hat rote Wurzeln oder was? Blutet. Ist ja Baby halt, ne? Ja, bluten ja immer. Ich hasse Babys. Guck mal, fertig. Fertig. Ich würde sagen, dann gehen wir auf 40 cm. Mach lieber 60. Dann hat die Pflanze nach hinten noch ein bisschen Platz. Ich glaube, so läuft auch nichts. Wespe. Ich habe so Angst, gestochen zu werden, ne? Ich bin allergisch. Ey, Mann! Ey, ich habe auch, wenn ich Angst habe, dann furze ich halt, ne? Perfekt. Perfekt, ja? Ja, perfekt. Die Wurzeln. Die sind ja jetzt quasi. Aufflockern, stimmt. Genau. Die sind ja an den Topf gewöhnt. Deswegen werden die weiter im Kreis wachsen. Du kannst die Wurzeln auch ein bisschen rausreißen. Das macht den. Mit Fingern? Ja. So. Das machst du wunderbar. Möchtest du eine Ausbildung bei uns anfangen? Ich mach die Ausbildung gerade. Ey, das war's. Ey, so klein, dass wir ein ganz Hochbeet ausmachen. Hochbeet! Das passt ein bisschen aus wie Unkraut. So. Das Ding an. Ah, da kommt es jetzt, glaube ich, gerade. Ich wollte nämlich schon gerade eben ansetzen, nicht nur die Erde da dran ziehen, sondern eben auch andrücken. Aber ich glaube, da kommt schon die passende Handbewegung. Also wirklich, du kannst auch deinen Fuß benutzen. So mit der Ferse so ein bisschen reindrücken. Oh. Ja, mach weiter so. Ja, je dichter es ist, desto besser kriegen die Wurzeln dann, ne? Ah, Moment. Das geht schon über das Maß hinaus. Also wenn man andrückt die Erde an eine Pflanze, dann möchte man den sogenannten Bodenschluss kriegen. Das heißt, dass der Boden und der Ballen eine Verbindung eingehen, damit möglichst aufsteigendes Wasser auch sofort an den Wurzeln ankommt und kein Hohlraum dazwischen ist. Dann würde die Pflanze einfach vertrocknen. Das, was der junge Mann jetzt da gerade eben macht, ist allerdings eine Bodenverdichtung. Das ist eher kontraproduktiv für die Pflanze. Auf einen Grab. Ich bin fertig. Du bist fertig. Ja. Aber schon cool, ne? Ich finde, man sollte ja im Leben ein Haus haben, heiraten und Gras pflanzen. Apropos hier Gräser einpflanzen. Ja. Hattet ihr schon mal irgendwelche Anfragen, die ein bisschen dubioser waren, ob ihr da mal helfen könnt? Bezüglich Cannabis. Bezüglich andere Gräser. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich sowas pflanzen kann. Kannst du? Ja, das ist wirklich tatsächlich eine viel gefragte Frage von Auszubildenden im Gartenlandschaftsbau, ob man sich in diesem Metier auskennt. Also grundsätzlich ist es ja eine Pflanze wie jede andere auch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Verbreitung muss jeder für sich selber eigentlich entscheiden. Aber aus gärtnerischer Sicht beschäftigt man sich natürlich mit der Vielzahl
von Pflanzen, wie man diese vermehrt oder richtig einsetzt. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ja, es ist sehr humorvoll gemacht. Der Standort ist eher ein bisschen bedenklich, was ein Gräserbeet angeht, weil es ja doch sehr, sehr dicht an dem Efeu ist. Man muss sich immer vor Augen halten, dass das Efeu sich dort am wohlsten fühlt, wo eben halbschattige-schattige Verhältnisse sind. Dementsprechend kennt man es ja auch, wenn es an Bäumen hochwächst und sowas. Das machen ja relativ wenig Pflanzen. Das ist also der kontraproduktive Standort eigentlich zu Gräsern. Das ist das große Problem. Und das Efeu hat sich da ja schon richtig wohl gefühlt. Ich will mich nicht zu weit rauslegen, muss man einfach mal gucken, welche Lichtseite das Pflanzbeet war. Aber ansonsten die große Gefahr, die ich da jetzt gerade noch mal gesehen hatte, die Gräser sind schon recht dicht an den Wurzeln des Efeus gesetzt worden. Und da ist natürlich weder viel Wasser noch viele Nährstoffe vorhanden. Dementsprechend muss man da einfach ein bisschen aufpassen. Ja, aber ansonsten finde ich es immer sehr, sehr positiv, wenn sich junge Leute einfach mit Pflanzen auch mal beschäftigen und auch zusehen, dass sie Gartenbereiche in ihrem eigenen Garten auf eigene Faust umgestalten. Wenn euch die Rezension gefallen hat, dann hinterlasst den Videos, die ich gerade kommentiert habe, doch einfach mal einen kleinen Kommentar oder ein Like oder abonniert sie sogar. Genauso wie unseren Kanal, abonniert uns und schaut regelmäßig rein, damit ihr mit News versorgt werdet. Ihr könnt natürlich, um euch Inspiration zu holen, auch gerne auf unseren Online-Shop mal einfach schauen, Naturstein-Handel, und auch da könnt ihr euch eine Anzahl von Anregungen holen.